Ja, wir haben eigentlich jedes Jahr bekommen wir zwischen 40 und 60 neue Jährlinge, also es sind junge Pferde. Da war sie dann auch bei und eigentlich hat sie einen sehr unscheinbaren Eindruck gemacht und hat sich dann immer weiterentwickelt. Ja, und man hätte natürlich oder keiner hätte gedacht, was aus ihr mal wird. Und ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Und deswegen bin ich so überrascht, dass es überhaupt so ein Pferd so weit gebracht hat. Und ja, es ist Ausnahme für den deutschen Rennsport, für mich, für alle Beteiligten, ja, was man wahrscheinlich niemals wieder erleben wird. Also es ist einfach, wenn man selber überlegt, was man für ein Pferd unter sich hat, ist man schon natürlich dann ein bisschen vorsichtiger. Aber es ist halt einfach Wahnsinn. Es ist ein super Gefühl, so ein Pferd unter sich zu haben und sie ist auch wirklich unkompliziert beim Reiten. Ich meine, das Training ist schon wie ein Märchen halt. Das ist eigentlich kann man unvorstellbar, dass man so ein Pferd, die sich in der Arbeit nicht so rausstellt. Und von Rennen zu Rennen hat sie sich gesteigert und im Rennen konnte man ehrlich erkennen, wie gut sie ist. Und das hat sie auch dieses Jahr schon wieder bestätigt. Wir haben also national schon sehr viel gewonnen, aber der in Dreh hat uns wirklich andere Seiten eröffnet und mit dem Pridel Acte Triumph und natürlich dieses Jahr auch aktuell die King George zu gewinnen. Das sind die zwei größten Rennen der Welt und ja, die hat sie beide gewonnen und ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also, die ist im Gegensatz zu anderen Pferden viel gelassener. Ich sag zum Beispiel wie im Arc, da sind vor uns Pferde rumgesprungen, hinter uns und die war halt einfach abgeschaltet. Also, ich glaube, ich bin echt immer nervöser als das Pferd selber. Also wenn sie sagen würde, entspann dich, bleib ruhig, passiert schon nichts. Und ich bin halt dann so eher so, wo ich sage, ich könnte jetzt explodieren, weil ich so nervös bin oder anfangen loszuweinen. Weil einfach die Nervosität mich verrückt macht. Aber sie ist dann so, okay, wir gehen einfach mal. Passiert schon nichts. Ich habe schon viele große Rennen gewonnen und vorher schon gute Pferde gehabt, aber denen ist das Ausnahmepferd halt, weil es halt so unscheinbar ist und sie ist die schnellste von allem, was ich bisher trainiert habe. Und den Arc zu gewinnen, das ist schon was Außergewöhnliches. Das ist eigentlich, wo man eigentlich nie mit rechnen kann. Ich habe das Derby schon gewonnen und weiß ja, die Jahre schon viele große Rennen, aber der Arc letztes Jahr, das war das Allergrößte. Ohne Dane Dream wäre ich heute auch nicht in dieser Erfolgsstory mit bei. Und ich glaube, sie hat da sehr viel zu beigetragen. Jetzt sind wir alle sehr gelassen und sie muss keinem mehr was beweisen. Sie hat alles erreicht. Und ja. Wäre natürlich jetzt noch ein Bonus, wenn sie ein gutes Abschneiden im Arc ist, aber wir sind wirklich sehr gelassen. Sie hat alles erreicht, was ein Rennpferd erreichen kann und deswegen gehen wir sehr zuversichtlich, aber auch mit Ruhe ins Rennen. Gut, ich habe jetzt die Studie ist ja verkauft und ich habe ja wiederum das Glück gehabt, dass sie trotzdem im Training geblieben ist und dass sie dieses Jahr schon wieder große Rennen gewonnen hat und ich hoffe, dass es noch bis Ende des Jahres weiterläuft und dann hat sie auch verdient, in der Zuchtherde aufgenommen zu werden und ich hoffe, dass sie da auch eine schöne Zeit hat und dass sie eine gute Mutterstute wird. Klar tut es ein bisschen weh, dass sie den Stall verlässt, aber ich hoffe, dass sie da auch eine große Zukunft hat. Ich sage, es ist schon mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil einerseits wird sie mir sehr fehlen, weil einfach der tägliche Umgang mit ihr, das Reisefahren, das wird mir sehr fehlen. Aber auch andererseits sage ich, es ist schön für sie. Sie muss keine Rennen mehr laufen, sie kann Mama werden und halt den ganzen Tag von morgens bis abends auf der Koppel verbringen. Dane Dream war für mich das Ausnahmepferd, was ich so in meiner Karriere trainiert habe und war das Allerbeste. Mit Dane Dream ist, glaube ich, ein Wunsch für alle Rennsportbegeisterte in Erfüllung gegangen, den Arc und die King George zu gewinnen. Und ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft nochmal erreicht wird. Ich wünsche mir, dass sie ein langes und schönes Leben hat, ohne Krankheit und auch, dass sie die letzten Rennen einfach übersteht, ohne Probleme oder irgendwas. Dass sie halt einfach heil aus dem Rennen immer wieder kommt und auch später eine Supermama wird.